Hier sind die Heise Online News mit Isabel Grünewald. VPN-Filter-Malware nimmt weitere Geräte ins Visier. Die Malware-VPN-Filter hat es auf Netzwerkgeräte von weiteren Herstellern abgesehen und will diese infizieren, um sie in ein stetig wachsendes Botnetz aufzunehmen. Das führen Sicherheitsforscher von Cisco Talos aus. Darunter sind beispielsweise Geräte von Asus, D-Link und Huawei. Die Sicherheitsforscher entdeckten außerdem, dass Angreifer in einer Man-in-the-Middle-Position Endpoints attackieren könnten. Anschließend gilt das Netzwerk als infiltriert. Facebook plant exklusives, kostenloses Nachrichtenangebot mit US-Medien. Facebook führt eigene Nachrichtenshows ein, die unter anderem in Zusammenarbeit mit CNN, Fox News, ABC News und Univision produziert werden sollen. Die Sendungen mit exklusivem Material sollen im Spätsommer auf der Video-on-Demand-Plattform Facebook Watch abrufbar sein. Facebook will mit dem neuen Nachrichtenangebot vertrauenswürdige Inhalte liefern, um dadurch Vorwürfen zu begegnen, das soziale Netzwerk würde Falschmeldungen verbreiten. Mehr als ein Drittel deutscher Firmen sind digitale Nachzügler. Mehr als jedes dritte deutsche Unternehmen hat einer Studie zufolge Nachholbedarf in Sachen Digitalisierung. In den USA sei die Umstellung der Geschäftsprozesse weiter vorangeschritten, heißt es in einer Untersuchung der weltweit tätigen US-Unternehmensberatung Boston Consulting Group. Demnach sind 36% der deutschen Firmen Nachzügler in der Digitalisierung, lediglich ein Fünftel gelten als Vorreiter. In den Vereinigten Staaten gäbe es mit 25% mehr Vorreiter und mit 31% etwas weniger Unternehmen, die hinterherhinken. Apple holt Karten und Musik ins Web. Apple gibt sich mit seinen Diensten künftig offener fürs Web. Auf der Entwicklerkonferenz WWDC 2018 hat der Konzern zwei neue JavaScript-Frameworks vorgestellt, mit der sich Apple Services in die eigene Seite integrieren lassen. Apple greift damit zwei aktuelle Marktbeherrscher an, Google und Spotify. Das neue MapKit.js erlaubt es künftig, Apple-Karten in die eigene Webpräsenz einzubinden. Ebenfalls neu fürs Web ist MusicKit, ein Framework für Apple Music. Damit ist es möglich, Alben und einzelne Songs in eine Seite einzubinden. Diese und alle weiteren aktuellen Nachrichten finden Sie auf heise.de.